mit dem starken Schweizer Franken, mit den hohen Löhnen in unserem Land und der Unsicherheit mit der Unternehmenssteuerreform, die uns bevorsteht, wird Innovation wichtiger, noch wichtiger als schon gesehen und damit auch die Fachkräftesituation. Aber das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Man muss etwas dafür machen. Hier muss man mehr investieren ins Employer Branding, mehr investieren ins Gewinnen von guten Fachkräften. Ich denke manchmal, dass auch kleine Unternehmen müssen anfangen miteinander reden und sich öffnen. Es geht nicht nur Innovation über Hochschulen oder Fachhochschulen und Industrie. Kleinere und mittlere Unternehmen müssen probieren, die Stärken zu bündeln. Und manchmal müssen wir da halt vielleicht ein bisschen unsere Mentalität kommt in seinen Weg und wir müssen da gewisse Hürden überspringen. Que les gens croient au potentiel de se mettre ensemble et pour maintenir, je veux dire, cet intérêt, il faut que des réunions comme ce soir, avec peut-être aussi des classes ou des élèves, des écoliers, des étudiants soient impliqués aussi dans ce genre de réunion pour qu'ils disent « Ah bah tiens, voilà comment est-ce que les entrepreneurs parlent, voilà comment est-ce que les directeurs d'instituts parlent, voilà comment les chercheurs, hein, voilà quelle est la problématique. » Et ça, je pense que ça entretient, ça forme aussi la touche entrepreneuriale.